Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. Die schwarze Pest ist back und wir haben hier mit Spinnen Probleme. Diese Regale sind voller Rationen und Vorräte. Haha. Und ich habe hier ganz andere Probleme im Moment als Vorräte und Rationen. Ja, ich bin hier wirklich fertig langsam. Probiere jetzt hier durchzuschreiten. Wir haben in der letzten Folge eine Gasmaske in dem Raum gefunden und müssen jetzt irgendwie zurück. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass diese Stimme in unserem Kopf uns wahnsinnig macht. Also nicht nur unseren Charakter, sondern mich auch eingeschlossen direkt. Okay, wir waren im Lagerraum. Das war schon mal ganz gut, dass wir da hingegangen sind. Jenseits der Türe ist irgendwas im Raum. Alter! Boah. Dieser verdammte Wichser. Boah, sorry, dass ich das so sage, aber... Das ist in der Nähe. You are dead. Bin ich gar nicht. Lebe doch noch. Guck mich an. Okay, bleib hier unten. Bleib unten. Bleib unten. Bleib in Sicherheit. Philipp. Die Kreatur ist irgendwo da draußen. Sie verfolgt uns. Alter, ich kriege einen Herzinfarkt. Nein. Der kommt jetzt nicht zufällig um die Ecke, oder? Ich hör den. Der ist ganz nah. Der ist sehr nah. Noise. Noise. Aufmachen und rennen. Scheiße. Jetzt hätte ich gerne den Detektivmodus von Batman. Boah! Ich muss hier raus. Bringt ja alles nichts. Komm. Boah! Alter, das ist zu viel für mich. Gasmaske. Oh mein Gott. Wo sind wir hier nur gelandet? Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ich weiß nur, dass wir die Gasmaske für diesen Raum brauchten. Und immer noch brauchen, scheinbar. Was ist das hier? Durch den hohen Druck in den Röhren strömt das Gas aus dem Ventil. In den Rohren. Verklemmt. Scheiße. Sei doch nicht so verklemmt. Sei doch mal ein bisschen offener. Ein bisschen mehr open-minded. Sagt man doch so heute. Oh, Freunde der Gruselunterhaltung. Ich hab echt... Ach du Scheiße. Ihr Motor ist außer Betrieb. So, jetzt ruhig mal... Wir können hier ausziehen. Okay. Stört doch die Sicht. Anscheinend ist es hier unten ziemlich heiß. Vielleicht wird Strom und Wärme über ein geothermales System erzeugt. Da ist noch eine Tür. Okay, ich gucke mich aber erstmal noch in dem Raum richtig um. Also wir haben hier, was haben wir da? Verbranntes Gummi. Ich hasse diesen Geruch. Stimmt schon, nicht schön. Und hier ist auch eine Tür. Abgesperrt. Aber das Schloss sieht etwas plump aus. Ich habe aber nichts, um es kaputt zu machen. Die Taschenlampe braucht dringend wieder Batterien. Scheiße, ich hätte mir mal die Säge mitnehmen sollen aus dem einen Vorratsraum.
Da war doch eine Säge, ich erinnere mich jetzt gerade. Shit. Bewegt sich nicht. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Wir brauchen irgendwas, um dieses Schlösslein da zu öffnen. Schloss Neuschwanstein mäßig. Ja, werden wir auf jeden Fall irgendwas kriegen müssen. Und irgendwas wird sich da auch ergeben. Okay, dann ziehen wir nochmal hier die Gasmaske an, gehen zurück. Das ist aber ein Problem. Also dann haben wir ein Riesenproblem jetzt. Dann haben wir ein massives Problem. Bewegt sich nicht. Alter, dann haben wir jetzt aber... Ach du Scheiße. Jetzt hängen wir hier fest. Bei dieser geothermalen Quelle, bei dem plumpen Schloss. Muss ja vielleicht einfach nur irgendwas gegenwerfen. Ein bisschen mehr Schwung. Was haben wir denn da hinten? Haben wir hier noch irgendwas anderes, was ich dagegen werfen kann? Naja, bevor ich jetzt hier viel Zeit schinde, werde ich mal ein bisschen... Ah, Moment, was haben wir da? Eine robuste Metallstange. Mit der dürfen wir das so aufgehebelt bekommen, oder? Wenn das... dieser plumpe Schloss... Ja, und jetzt... Oh. Na komm schon! Eigentlich muss ich das doch ziehen, oder? Aufhebeln können. Ja, schön. Ach du Scheiße. War nicht gerade sehr einladend. Das ist ein Computer, hier ist ein Save Point. Ach du Scheiße. Gucken wir erstmal in die Schubladen. Schubladen! Das ist der Schubladen. Wir verkaufen Autos mit viel Schub. Ne, den bringe ich. Den habe ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. So, guck mal, was in dem Rechner los ist. Steam Pressure Statistics. Excel. Ventil 130 im Modus Auto. Manueller Modus. Okay, ich gucke mir das erstmal an. Steam Pressure. Wir können ja auch nichts umschalten, aber hier können wir auf den manuellen Modus gehen. Handbuch. Okay, ich gucke mich erstmal hier weiter um, bevor ich hier irgendwie was starte. Es funktioniert nicht korrekt. Oh. Oh. Hi, Junge. Nein. 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 Wir sind eingesperrt. Ich kenne ihre Funktion. Ich glaube, diese Maschine ist zweifelsfrei wie eine elektrische Zeitbombe. Keine sichtbaren Traumaspuren. Oh mein Gott. Let me guess. That was an important corpse. Scheiße. Nein. Ah! Was soll ich machen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nein, da soll ich nicht lang. Der Riesenwurm. Muss der runter oder was? Oh mein Gott, ich brauche Schmerztabletten. Jetzt gehe ich hier gleich drauf. Ich muss da runter wahrscheinlich, oder? Ach! Ich musste nicht da runter. Wow. Scheiße, ich brauchte eigentlich die Leiche. Ich brauchte die Hand dieser Leiche. Scheiße, Mann.
Jetzt fällt die Tür fast von alleine zu und jetzt ist sie fest verschlossen. Wie kann das sein? Das frage ich mich auch und ich wurde fest getroffen. Ach du Scheiße, Schmerzmittel. Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Und das Vieh kommt aus allen Löchern gekrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Was muss ich tun? Ja, ich verstehe. Ich muss da reinlocken und dann elektrisch wegballern. Komm her. Komm hierher, du Scheißvieh. Nein, nicht da. Ach, du Kacke. Jetzt geht's zu Ende. Jetzt hier aktivieren. Komm schon. Nein. Ich hab's verkackt. Boah. Komm schon. Ich muss mich hier hinstellen. Irgendwie muss diese elektrische Scheiße da mir viel den Rest geben. Jetzt. Zack. Ja. Na, gefällt dir das? Genau, spuck die Hand wieder aus von dem. Alter. Mein Gott. It's not too late to just slam your head against the wall until you pass out, you know. It might be easier than carrying on. Wahnsinn. You know, the one thing that keeps me going is that when I finally work out how to end all this, you're coming with me. Das gibt's doch gar nicht, Freunde. Meine Fresse. Ich muss kurz mal durchatmen. Meine Fresse, ey. Was für Aktion. Und irgendwie sind wir hier gar nicht weiter, außer dass wir jetzt die Ventilsteuerung haben. Aber das war ja mega mies. Okay, erstmal speichern kurz. Sie sind immer noch in mir. Ich bin immer noch in mir. Aber ich will nicht mehr raus. Ach, ich will auch nicht mehr raus hier. Ich will einfach nur nach Hause. Kommen wir jetzt hier mittlerweile weiter? Höchstwahrscheinlich wegen des Gaslecks. Geht das jetzt hier? Ah, guck mal, das können wir jetzt wieder zudrehen, weil wir das ja umgestellt hatten. So, jetzt müsste das doch gehen. Ja, wir kommen wieder raus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, you're running around with a human body part in your backpack and I'm supposed to be the bad guy? Ich weiß aber immer noch nicht, was wir davon hatten, überhaupt da hinten abzubleiben. Oh nein, der lag doch vorher nicht da. Der lag doch vorher nicht hier, oder? Oh, who's your poor monkey friend? Is he all right? He looks a little under the weather. If I were you, I'd envy him. If I were me, I'd envy him as well. How do you commit suicide when you got no heart to stop, no hands to wield a chainsaw? Okay. Okay, okay, okay. Also, so langsam bin ich hier wirklich unter Strom. Der Saraza, er macht hier die schlechtesten Witze wieder. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich guck mal eben auf die Karte. Ah, okay. Das war die Tür, die von der anderen Seite versperrt war. Jetzt nicht mehr. Und hier waren wir aber noch nicht. Oh mein Gott. Computer Central Library. Bibliothek? Und was ist das hier? Infirmary? Die Tür öffnet sich nicht und es scheint kein Schloss zu geben. Die Tür trägt die Bezeichnung ID 3061. Ob ich das wohl irgendwie verwenden kann? Hier ist die Kantine. Sie ist entweder abgesperrt oder verkeilt. Egal, ich komme nicht durch. Oh Mann. Und wisst ihr, was hinter dieser Tür ist? Ich weiß es nicht genau. Aber wir werden es erfahren. In der nächsten Episode von Let's Play Penumbra.
Die schwarze Pest. Puh. Wahnsinn.